Hallo zusammen, ich bin James und heute chatten wir ein bisschen über Business Englisch. In unserer globalen Geschäftswelt, ob du in London, New York, Singapur oder Sydney bist, ist Englisch die Sprache, die man beherrschen muss. Du könntest zum Beispiel deinen Tag mit einem Anruf beginnen und sagen, Hey, it's James, how can I help you out today? Hey, here is James, wie kann ich dir heute helfen? Oder in einem Meeting könntest du anbringen, Thanks for your input, Sarah. But let's also consider these points. Danke für deinen Beitrag, Sarah. Aber lass uns auch diese Punkte berücksichtigen. Wenn es um das Lesen von Business-Englisch geht, gibt es verschiedene Arten von Texten. Zum Beispiel könntest du einen Geschäftsbericht lesen, der mit This report aims to outline the sales performance for the past quarter. Dieser Bericht soll die Verkaufsleistung des letzten Quartals skizzieren, anfängt. Oder vielleicht schreibst du eine E-Mail. Die beginnt mit I'm just reaching out to touch base on our project. Ich melde mich nur, um bezüglich unseres Projektes den Stand der Dinge zu klären. Es gibt jede Menge Ressourcen fürs Lernen von Business English. Ein gutes Buch könnte das Business English Phrasebook sein. Darin findest du hilfreiche Phrasen wie Let's get back to this later. Lass uns später darauf zurückkommen. Oder We need to leverage our assets. Wir müssen unsere Vermögenswerte nutzen. Es ist auch wichtig, spezifische Business-Englisch-Ausdrücke zu üben. Bei einem Meeting könntest du zum Beispiel sagen, In light of our recent discussions, I propose we pivot to a new strategy. Angesichts unserer jüngsten Diskussion schlage ich vor, dass wir zu einer neuen Strategie wechseln. Oder in einer E-Mail, following up on our last meeting, I would like to suggest a new course of action. Im Anschluss von unserem letzten Meeting möchte ich einen neuen Handlungskurs vorschlagen. Ein anderer nützlicher Ausdruck könnte sein, I'd like to table this discussion until our next meeting. Ich würde diese Diskussion gerne bis zu unserem nächsten Meeting vertagen. Oder wenn du eine E-Mail beendest, könntest du schreiben, Please feel free to reach out if you have any questions. Bitte zögere nicht, dich bei Fragen zu melden. Und natürlich gibt es viele andere typische Formulierungen wie, Let's cut to the chase, kommen wir zu dem Punkt. We are on the same page. Wir sind auf derselben Wellenlänge. We need to hit the ground running. Wir müssen sofort voll durchstarten. I'll play devil's advocate. Ich spiele den Teufelsanwalt. Oder let's think outside the box. Lass uns mal querdenken. Zum Schluss möchte ich betonen, dass das Lernen von Business English ein fortlaufender Prozess ist, der Geduld, Hingabe und ständiges Üben erfordert. Und denkt immer daran, Practice makes perfect. Das war's von meiner Seite. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Vielen Dank und happy learning!